So, ich bin wieder da. Ich war ja gar nicht weg. Egal, auf jeden Fall möchte ich heute gerne ja so den Punkt in Transformation, im Geisteswandel, ja, wie soll ich sagen, aufmachen, indem wir merken, irgendwie verstehe ich es nicht so richtig, irgendwie weiß ich nicht, ob der Kurs so richtig ist, ob er was für mich ist, zum Beispiel. Oder wir entdecken dieses ganz tiefe Geheimnis in uns, dass wir eigentlich böse sind, dass wir nicht so sind, wie wir hier beschrieben werden. Dass wir da merken, es, oder ich sag mal, ich spreche mal von mir. Dass ich denke, ist irgendwas mit mir ist nicht gut. Na, das ist ja so der die Grundposition des Egos. Und nach irgendwas muss dann gestrebt werden. Irgendwas muss gemacht werden. Das ist die Definition von einem getrennten, gespaltenen Geist. Und da kann ich in der Kleinheit bleiben oder ich kann auch das andere Angebot des Egos ist einfach Größenwahn, so. Und die ganze Lösung ist mein Bruder. Das Ganze, wo ich lerne, was ich bin, also der ganze, wie soll man sagen, Weg dahin, geht mit meinem Bruder. Geht über die Beziehung. Geht über die Verbindung. Und das liegt jenseits von Sympathien und wen ich gerade nett finde oder nicht nett finde. Ne? Mein Bruder bleibt mein Bruder. Er ist unzerstörbar, weil ich es ebenso bin. Und ich mag gerne heute in Kapitel 5 reingehen, weil mich eigentlich da jetzt so ein Satz gepackt hat oder zwei. Ich lese ihn noch mal vor. Einige haben ihn schon gehört, die heute Morgen auch dabei waren. Der Heilige Geist ist der vollkommene Lehrer. Er nutzt nur, was dein Geist bereits versteht, um dich zu lehren, was du nicht verstehst. Ich liebe ja solche Sätze, ne? Ich liebe solche Sätze, wo ich merke, ich habe einfach keine Ahnung. Und dass das auch einfach so klar ausgedrückt wird. Er nutzt das, was ich jetzt verstehe, um mich was Neues zu lernen, was ich noch nicht verstehe. Anders ausgedrückt, er nutzt das, was ich hier gerade erfahre, meine Wahrnehmung, um etwas Neues einzuführen. Und da muss ich mir eingestehen, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, was heilige Beziehung ist. Ich verstehe nicht, was es bedeutet, auf die Heiligkeit, auf den Heiligen Geist in meinem Bruder zu schauen. Auf das Vollkommene. Ich verstehe nicht, was es bedeutet, weil das Ego nichts verstehen kann. Denn es ist etwas rausgetrenntes. Ich sehe mich als etwas rausgetrenntes aus dem Ganzen, beziehungsweise ich sehe mich als etwas getrenntes, was gar nicht so eine direkte Verbindung hat zu irgendwas hier. Nein, abgetrennter Körper. Und aus dieser Idee, aus diesem Bewusstseinszustand kann ich nichts verstehen. Und da werden wir echt mal auf den richtigen Platz gesetzt, so, ne? So, jetzt musst du lernen zu hören. Jetzt musst du mal zuhören. Du hast dich versucht zu definieren, aber wie ist es dann gelaufen? Wie ist es dann gelaufen? Wenn ich ganz, ganz genau mir alles angucke, schlecht. Mir ist es mit meiner Beurteilung von mir selbst sehr schlecht ergangen. Ich finde da, in dieser Beurteilung finde ich nichts Gutes, wenn ich ganz ehrlich werde. So ehrlich, wie man im Ego halt sein kann. Und
das Ehrlichste, das ist aber nicht das Ende der Ehrlichkeit oder das ist nicht die ganze Ehrlichkeit. Die wirkliche Ehrlichkeit ist dann, diesen Konflikt aufzugeben. Ich muss mich für das eine oder für das andere entscheiden. Also entweder entscheide ich mich mal voll fürs Ego, und das habe ich ja schon getan, oder ich entscheide mich jetzt voll für den Heiligen Geist. Und ich bin so dankbar, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben als ein Mittler zwischen den Deutungen des Ego und der Erkenntnis des reinen Geistes. Und seine Fähigkeit, mit Symbolen umzugehen, ermöglicht ihm, also dem Heiligen Geist, mit den Überzeugungen des Ego in dessen eigener Sprache zu arbeiten. Deswegen haben wir ein Buch bekommen mit vielen Wörtern, weil wir vorher all diese Worte genutzt haben, um zu trennen. Also das Ego hat es genutzt, um zu trennen. Und jetzt nutzt er es, um mich zu erinnern. Also da, wo ich denke, Erlösung sei nicht möglich, da bin ich abgetrennt. Und das merke ich sofort, wenn ich irgendwo Trauer oder Wut oder irgendwas in diese Richtung empfinde. Ganz einfach. Das ist mein Schild. Hier habe ich nicht an Gott geglaubt, als meine Quelle. Hier habe ich nicht an mich selbst geglaubt, was ich wirklich bin. Hier habe ich mich verlassen. Eine Zeit lang haben die Kinder mal gesagt, du hast dich veräppelt. Hier hast du dich veräppelt. Okay. Und die Lösung ist, der Führer zur Erlösung ist, wer führt mich zu meiner Erlösung? Du bist es. Genau, Volker, du bist es. Der Bruder, der Sohn Gottes. Der Bruder. Um deinen Bruder als solchen wahrzunehmen, musst du den Heiligen Geist in ihm wahrnehmen. Schauen wir uns mal um. Schauen wir uns mal in der Welt um. Schauen wir mal die Bildchen hier an. Ich freue mich wirklich, dass du da bist. Und ich finde es so großartig, dass der Heilige Geist jetzt gerade dieses Symbol hier nutzt, um mir zu zeigen, dass ich nicht allein bin. Dass nicht zerstört werden konnte. Dass ich nichts tun kann, was das zerstören könnte. Boah, was habe ich die Liebe als ein wackeliges Konstrukt gesehen? Sag nur einen Satz, einen falschen Satz, eine falsche Handlung. Bam, genau, Christina. Alles fällt zusammen und niemand ist mehr bei dir. Alle haben dich verlassen. Keiner will dich haben, weil du so schrecklich bist. Es musste noch nicht mal ein Mord sein. Aber ganz sicher war es auch irgendwann mal ein Mord. Aber
Na, oder in Beziehung. Es ist so die besondere Beziehung, in denen ich besondere Bedeutung dahin lege, wo es gar keine gibt. Das ganze Konstrukt, das ganze Kartenhaus fällt zusammen, wenn ich ein Wort falsch sage, ne? Wenn ich einmal etwas tue, was du vielleicht nicht gut findest. Oder ich, bleiben wir bei mir. Wenn ich dich nicht in dem Ganzen annehme und lerne, da drin den Heiligen Geist zu sehen. Das ist das ganze Lernen in Beziehung. Ohne das bin ich echt verloren, weil ohne das sieht die Liebe aus wie ein sehr, sehr wackeliger Turm, wo schon einige Klötze fehlen. Und wenn ich jetzt noch einen rausziehe, ne? Wenn ich jetzt einen Fehler mache, ist alles vorbei. Und so lehrt das Ego den anderen immer auf Abstand zu halten. Komm mir bloß nicht zu nah. Weil das, was ich bin, ist nicht vollkommen. Und so kann ich das weiterhin lehren und lernen. Und an irgendeiner Stelle wirst du sehen, dass es stimmt. Und so missbrauche ich die Beziehung und so missbrauche ich meinen Bruder, denn er ist überhaupt nicht dafür da. Das will ja gar keiner. Hat gar keiner Lust drauf. Lass mich in Ruhe mit deinen blöden Projektionen. Ich bin nur Liebe. Hast du das vergessen? Sagt mein Bruder. Und das ist das Bedürfnis, was wir miteinander teilen. Ich bin nur Liebe. Und das, ja, das ist das Bedürfnis, was wir miteinander teilen. Das ist das Bedürfnis, was ich habe in allem. Das ist die Fülle, wo kein Mangel mehr ist. Ich bin nur Liebe. Ja, okay. Also. Und die Lösung ist, in dem anderen den Heiligen Geist sehen zu wollen. Du musst den Heiligen Geist in ihm wahrnehmen. Und die Beziehung dient dazu, alles zu vergeben, was ich da vorgestellt habe. Nein, eigentlich dient sie dazu, glücklich zu machen und glücklich zu sein und eben das durch die Vergebung. Eine heilige Beziehung ist glücklich. Eine heilige Beziehung ist auf alles ausgedehnt. Eine heilige Beziehung ist eine Situation, in der ich nach innen schaue und die Heiligkeit akzeptiere und meinen Bruder finde, in vielen Symbolen, in vielen Körpern, in vielen Dingen. In allem. Ich habe schon gesagt, dass der Heilige Geist die Brücke ist, ne? Also der ist die Brücke. Und wir haben es ja auch in der Einleitung gerade zu diesen Lektionen, dass wir hier lernen, mit diesem Kurs alle als ein Bruder zu sehen. Jeden als einen Bruder zu sehen. Und dass nur Freude und Frieden angeboten ist und nichts anderes. Nichts anderes. Nicht, es kann vielleicht auch was kaputt gehen, es könnte eine Trennung geben. Trennung ist auseinanderzugehen. Aber Trennung findet immer im Geist statt. So wie die Verbindung auch.
Okay. Und dann werde ich so zu mir geführt und gefragt, was möchtest du lernen? Du hast dir jetzt hier schon einiges angehört. Du hast jetzt hier einiges erfahren. Und bist du bereit, einen Schritt weiter zu gehen? Ein Schritt näher ans Glück ran. Ja. Nicht ein Schritt weiter und dann ist da vielleicht Hölle. Oder meine Verdammnis. Oder ein Fehler, der unwiderruflich ist, eine Sünde. Vielleicht stoße ich bei diesem Schritt auf eine Sünde, an die ich noch glaube. Und das darauf zu schauen, ne, ist erstmal wie so ein, da klappt sich dann wie so ein ganzes Bilderbuch auf mit wow, der ganzen Ego-Dynamik. Der ganzen Ego-Dynamik. Und das fühlt sich echt manchmal krass an, weil ich sehe dann nichts anderes als das, ne, diese Sünde, diesen Fehler, der nicht wieder gut zu machen ist, mich da als Opfer zu sehen, wo mir was geschehen ist. Nee, zum Opfer zu machen. Zum Opfer zu machen. Ich habe Jesus gestern gefragt, was hast du Judas gesagt? Na, wir haben alle so einen Verräter in unserem Leben, eine Verräterfigur, ne? Jemand, der mir was angetan hat. Was hat er mir gesagt? Ich habe ihm gesagt, du bist mein Bruder. Weißt du, was da alles drin steckt, wenn du das hörst? Die ganze Berichtigung für diese blöde kleine Geschichte, an die ich geglaubt habe. Mit der ich alles versucht habe, ne, zu verdrängen, zu verleugnen, zu beschönigen, nochmal zu erzählen, mich zu bemitleiden. Alles habe ich damit versucht. Aber ich bin nur nicht zu meinem Bruder gegangen und habe ihm das gesagt. Und das hat Jesus gemacht und das lehrt er mich jetzt. Du bist mein Bruder. Das ist der nächste Schritt. Das verstehst du noch nicht, weil du das noch nicht gelernt hast. Aber ich zeig's dir. Du hast deinen Bruder nicht verstanden. Na, und das, wie weit es geht in dieser Welt, ne? Wo ich da irgendwo Krankheit sehe, wo ich denke, der hat gar nichts mit mir zu tun, wo ich denke, ach, der ist jetzt nicht mehr da. Oder ach, den gab es ja auch noch. Und überall glaube ich, da sind Figuren, die ein Symbol für den Sohn Gottes darstellen, der unvollkommen ist, zerbrechlich.
So war das schon immer. Das kann sich niemals lösen. Ich bin gerade so drin in einem, oder war, ich merke, wie sich es gerade wirklich verändert und wandelt. Und danke, Heiliger Geist. Ich echt dachte, nee, Wunder können hier nicht alles berichtigen. Nee. Es gibt Dinge, die heilen noch nicht. Vielleicht nie. Es gibt Dinge, die sind nicht wieder gut zu machen. Und es ist einfach nur ein Teil, der das glaubt. Aber wenn ich glaube, dass ich dieser Teil bin, dann ist er so unglaublich einnehmend. Das nimmt mein ganzes Bewusstsein ein. Und alles scheint für einen Moment, was der Heilige Geist mir anbietet, dahin zu sein. Das Ego nimmt es nicht wahr. Und wenn ich mich damit identifiziere, ja, dann ist das der Film, der läuft. Du. Und was hast du ihm also gesagt? Was sage ich also jetzt jedem? Du bist mein Bruder. Mit der ganzen Botschaft. Nicht mit meinen Deutungen, nicht mit meiner Verurteilung oder Beurteilung oder ich glaube, ich verstehe hier gerade irgendwas. Nee, mit meinem ganz offenen Jetzt hier sein. Und ich will den Heiligen Geist sehen, wahrnehmen, hören, erfahren. Na, da wird jeder zu sich zurückgeführt. Da muss ich mich richtig anstrengen, in der Beurteilung von dir zu bleiben. Und der Heilige Geist ist die Idee von Heilung, von alles ist verbunden und eins. Ich bin nicht getrennt vom anderen. Es geschieht hier nichts, was getrennt ist von mir, was gegen mich ist. Es ist eine Wahnidee. Höre das. Es ist eine Wahnidee. Es ist Wahnsinn. Heilung. Heilung. Und ja, und Jesus macht immer wieder darauf aufmerksam, wie freudig das ist. Es ist freudig. Es ist witzig. Und da, also der Heilige Geist ist die Idee der Heilung. Da sie ein Gedanke ist, Heilung, wächst sie, wenn sie mit anderen geteilt wird. Und kennt ihr das, wenn jemand von sich mehr erzählt und wir dann anfangen, ach so ist der, ach so ist sie. Ah ja, habe ich mir schon gedacht. Oder oh, das hätte ich gar nicht gedacht, dass sie so urteilt. Was auch immer. Oder dass sie so ängstlich ist. Oder dass sie so eifersüchtig ist. Und, ah, so ist sie also. Was teile ich da? Nicht Heilung, oder? Nee. Da teile ich nur mein Urteil. Also das kann, ja, da teile ich, was sonst vorher ganz wäre. Da picke ich was raus, da nehme ich hier einen Faden und da und spinne mir ein Bild zusammen, sagt er. So funktioniert Träumen.
Und so habe ich mich verletzt. So habe ich das Ganze angegriffen, das Ganze, die Ganzheit, den einen unbegrenzten Geist angegriffen. Also, und der Heilige Geist ist die Idee von Heilung und den teile ich jetzt. Ich schaue also, ich lerne also auf jeden zu schauen und ihn als geheilt anzusehen. Er ist geheilt. Er ist geheilt. Und ich wähle das Wunder als Mittel. Und so lerne ich das, was ich noch nicht verstehe. Ich verstehe nicht, dass alles geheilt ist, dass nichts geschehen ist, was das hätte ändern können. Aber ich kenne das Wort Heilung. Meine Idee davon ist, dass es jemandem gut geht. Zum Beispiel, dass der Körper gesund ist. Zum Beispiel. Und das nutzt der Heilige Geist. Aber nicht im Kampf gegen das Ego, sondern er arbeitet mit mir, und das steht hier an anderer Stelle. Nee, das war hier. Den unwilligen Schüler, wo haben wir den? Hatte ich noch gerade eben vorgelesen. Also eben da, wo ich glaube, es ist nicht. Ja, hier. Der Heilige Geist kann mit einem unwilligen Schüler umgehen, ohne sich seinem Geist entgegenzustellen, weil ein Teil davon noch immer für Gott ist. Trotz der Bemühung des Ego, diesen Teil zu verbergen, ist er nach wie vor viel stärker als das Ego, obschon das Ego ihn nicht sieht. Alles ist viel stärker als das Ego. Die Liebe ist viel stärker als das Ego. Also es muss nicht dagegen gekämpft werden. Und so arbeitet er auch nicht mit mir. Also ihm zu vertrauen, dass so wie er mit mir arbeitet, die Symbole, die er nutzt, genauso wie es jetzt gerade ist, nutzt er es, um mich zu heilen. Und das ist viel stärker. Ich brauche mich nur damit zu verbinden. Ja, ich verbinde mich mit dir, Heiliger Geist. Ich vertraue dir. Ich lasse mich von dir trösten, wenn ich das Gefühl habe, es funktioniert nicht, wenn ich das Gefühl habe, Punkt, Punkt, Punkt. Das sind ja immer nur so die üblichen Themen: Einsamkeit, Angst, irgendwas nicht gut und so weiter. Tröste mich. Und dazu lernen zu vertrauen, dass er das wirklich gerade so optimal nutzt. Wunder. Das Wunder geschieht gerade. Er arbeitet jetzt mit mir. Der Christus arbeitet jetzt eine Weile mit mir. Na, und jedes Mal gehe ich daraus neu hervor. Jedes Mal werde ich neu geboren. Ich war dieses alte Bild nicht. Jedes Mal wird es erneuert, bis ich ganz in dieser Identität verschwinde. Ich bin Liebe. Und dann gehen wir noch mal weiter hier. Also der Heilige Geist, ne, wenn wir den teilen, dann wächst es für uns sozusagen. Dann wächst dieses Gewahrsein für uns. Und da sie also die Idee von Heilung, der Ruf für Gott ist,
ist sie auch die Idee von Gott? Na, das ist jetzt mal eine vernünftige Idee von Gott. Nicht rachsüchtig oder irgendwas anderes, sondern Gott ist Heilung. Gott ist, das ist die Idee von Gott, Heilung. Ganz gemacht zu werden, glücklich gemacht zu werden. Das ist Gott. Da du ein Teil von Gott bist, ist sie zugleich die Idee deiner selbst, wie auch all seiner Schöpfungen. Ich bin geheilt. Das ist die eine wirkliche, wahre Idee über mich. Das ist wahre Liebe. Das ist wie mein Bruder, wie du bist. Das ist wie du bist. Die Idee des Heiligen Geistes teilt die Eigenschaften anderer Ideen, weil sie den Gesetzen des Universums folgt, dessen Teil sie ist. Also, deswegen ist kein Ausschluss möglich. Er teilt die ganze Zeit nur, er teilt die Idee mit mir. Die Idee Tamari und Hubert und Christina und Gertrud und Maika und Claudia und Ulla und Volker und alle anderen 44, 45. Er teilt die Idee mit mir. Na, deswegen werden wir zusammengeführt. Und manchmal ist dann noch so, was, du machst auch den Kurs, toll. Aber darum ging es jetzt gar nicht. Also findet es die ganze, was, du bist auch im Supermarkt, wow. Wir teilen die Idee, dass wir eines Geistes sind. Wir werden zusammengeführt, um einander einen Kuss zu geben. Oder einen Augenblick. Oder einfach kurz Aufmerksamkeit. Oder ein Wort. Na, nutze alles. Du nutzt meine Hände, meine Augen. Was haben wir noch alles? Füße, Ohren, Nase, Brüste? Nein. Aber du nutzt alles auf jeden Fall. Auch das, ne? Lippen, Mund, okay. Zunge. Zähne, nein. Ja, du nutzt auch die Zähne. Also das habe ich jetzt auch schon erfahren mit meinem Zahn, der mir einmal gezogen wurde. Du nutzt alles. Alles wird genutzt. Ich bekomme einen neuen Zahn. Ich darf dafür eine hohe Rechnung bezahlen. Alles wird genutzt. Alles ist für mich. Alles ist in Gott. Es gibt keinen Mangel. Ich bin nicht allein. Und dadurch wird es gestärkt. Wir werden zusammengeführt. Na, wir können es ja auch gar nicht so richtig beschreiben, was es denn ist, wenn diese, wenn irgendwie es sich öffnet und wir einfach irgendwie nur froh sind, sozusagen, ne? Das erleben wir ja oft, wenn wir in diesem Geist hier zusammenkommen. Ich finde es so beeindruckend. Ich finde es so beeindruckend, dass es mir keine Angst macht, hier zu sprechen. Dass ich lerne, dass ich dich kenne, dass du ein Teil von mir bist. Und jetzt werde ich überall hingeführt, um das auszudehnen. Das ist die Zukunft, die anders ist als die Vergangenheit. Und alles, was da drin geschieht, scheinbar geschieht, wird so gewandelt, dass ich merke, es ist wirklich alles gut und es passiert nichts. Es passiert wirklich nichts. Ich sehe hier ganz viele Dinge. Aber es wird nicht, ja, ich bekomme die Erfahrung. Ne? Mir wird die Erfahrung gegeben durch das Anwenden von Vergebung, durch das Wählen von Vergebung. Wandelt es sich? Kennt das jemand?
Plötzlich sehen wir es neu, plötzlich sehen wir es irgendwie anders. Ja, und manchmal noch, während wir denken, wir stecken mittendrin. Während wir denken, nee, das enttäuscht mich jetzt total und das Ego ist am Plappern. Und wir sind aber in unserer Erlöserrolle voll aktiv und haben schon neu gewählt. Und es wandelt sich und ich merke, nee, ich bin nicht enttäuscht. Hä? Das war ich doch nicht gerade. Nee, bin ich aber gar nicht. Ich bin sogar einverstanden damit, wie es jetzt ist. Und ich spüre sowas wie Segen und will den eigentlich nur geben und bin dankbar. Super, danke fürs Telefonat. Tschüss. Dazu nutzt er jetzt alle Begegnungen. Aber legen wir mal nicht auf. Bleiben wir mal noch einen Moment länger da drin stehen, dass es einfach geheilt ist. Und nimm den Bruder an die Hand. Ich will deine Hand nicht mehr loslassen. Ich will bleiben. Ich will bei dir bleiben. Ich will hier wahre Liebe erfahren. Durch das, was ich dachte zu verstehen, ne? Durch diese zwischenmenschlichen Kontakte und Beziehungen, warum ich dachte, dich anrufen zu müssen oder mit dir auf ein Seminar zu gehen oder überhaupt ein Seminar zu machen. Warum ich dachte, dass wir irgendwo zusammenkommen. Das waren alles gar nicht die Gründe. Ich dachte, das zu verstehen, aber darum ging es gar nicht. Was ich noch nicht verstanden habe, ist, was du für mich bist. Na, und wenn ich dann als Verräter zu meinem Jesus komme und sage so, boah, ich habe nicht an dich geglaubt. Ich glaube nicht an dich, dass du mich heilst, dass du mir hilfst. Und sagt er mir, du bist mein Bruder. Du bist, was ich bin auch. Du bist mein Bruder. Was heißt das denn? Ja, das zeige ich dir gerade. Dass ich dich immer liebe. Immer. Es kann nicht zerstört werden. Du kannst machen, was du willst. Aber es ändert sich nicht. Und jetzt zeige ich dir, wie du lernst, so zu denken. Einfach konsequent zu werden. Du denkst, es wird dir was angetan, vergib. Und schau darauf, was du wirklich sehen willst. Mein Bruder. Mein Bruder. Ich will meinen Bruder sehen. Ja, ich will meinen Bruder lieben. Ja. Ich will mich erinnern. Nichts gehört mir allein, denn er und ich haben uns im Zweck verbunden aus der Le heutigen Lektion 353. Nichts gehört mir allein. Meine Bedürfnisse gehören mir nicht allein. Meine Welt gehört mir nicht allein. Es gibt keine private Welt, es gibt keine privaten Bedürfnisse. Naja, doch, ich nehme das jetzt schon so wahr. Ja, aber das ist falsch. Wozu willst du die Wahrnehmung, wozu will ich sie jetzt nutzen? Um wieder richtig zu denken, rechtgesinnt zu denken. Nichts habe ich für mich allein. Und das wollte ich doch auch gar nicht, oder? Das wollten wir doch gar nicht. Wirklich. Diese so heilige Privatsphäre fürs Ego. Dieses so heilige, scheinheilige Bild, irgendwas im Griff zu haben.
unangebracht zu weinen oder zu schimpfen. Alle Bilder sind nicht, was mein Bruder ist oder ich. Und ja, und damit einfach echt ganz lernen, entspannt zu sein und sich zu freuen. Oh, danke Gott, an die Freude, die gerade reinkommt, an die ich mich gerade erinnere, sich zu freuen in dieser Transformation meines Geistes, in dem Aufwachen des Geistes, dass das wirklich mit Freude geschehen darf. Und ich brauche mich nicht in diesem Selbstmitleid zu suhlen und in dieser Anziehung des Todes. Ich muss sie mir nur bewusst machen, dass ein Teil von mir einfach so gerne sterben will. Das ist echt unglaublich. Am besten jeden Moment und mit allem, was irgendwie zur Verfügung steht. Ein Wort. Oh mein Gott, das hat mich so verletzt. Eine Affäre. Oh mein Gott, das hat mich so verletzt. Ein Mord. Ja, jetzt ist es gerechtfertigt. Jetzt kann ich wirklich hier das Opfer sein oder der Täter. Und Gott zeigen, dass ich bloß nicht dieses Licht bin, was er an mich gelegt hat. Ja, und diesen Teil einfach abholen zu lassen. Hier, bitte. Oh Mann. Tut mir leid. Ich vergebe mir. Ich wähle neu. Danke. Danke und danke, dass du die Zeit dazu nutzt. Danke. Also wenn ich ihn frage, okay, Heiliger Geist, an diesem Punkt, und dann hat vielleicht der ein oder andere gerade eine Situation, fällt es mir schwer zu vergeben oder mir zu vergeben, mich anders zu sehen, den anderen anders zu sehen. Und ihm dann meinen Geist zur Verfügung stelle, dann nutzt er meine Symbole, um die Freude und die Liebe und meinen Bruder zu mir kommen zu lassen. Okay, ich will dir vertrauen, dass du ganz und gar gut bist. Na, und auch das, was ich so als spirituelle Ideen da drin empfinde. Ich darf körperlich nicht mehr krank sein, wenn ich den Kurs mache, weil dann habe ich irgendwas nicht verstanden. Bloß kein Herzfehler oder sonstige Krankheiten. Sonst kann man ja nicht mehr mitmachen in dem Club der besonders klaren Spirituellen, die die Wahrheit gefunden haben. Genau. Okay, einer ist noch übrig, alle haben den Raum verlassen. Nee. Oh Gott, wie schön, dass das nicht so ist, ne? Das wird dann schnell einsam, wenn man da sowas lehrt. Ich finde es echt richtig, richtig gut. Ich bin dem Heiligen Geist richtig dankbar, dass er uns so gut nutzt. So gut. Und dass er weiß, dass da ein Teil in mir ist, durch alles hindurch, was ich als so omnipräsent, krass,
stark finde, dieses Ego, ne? Und meine Wut und meine Trauer und meine Leidenschaft und meine Begierde und meine Eifersucht und mein Neid und mein Hass und so weiter, dass er immer noch weiß, dass dieser Teil, der sich für Gott entscheidet in mir, viel stärker ist. Und dass er total entspannt weiß, du wirst dich entscheiden. Du bist mein Bruder. Und der ganze Geist Gottes dahinter, da drin, jenseits, du bist mein Sohn. Du bist mein Sohn, du bist mein Kind. Du bist meine Tochter. Wenn das das Symbol ist, was wir gerade nehmen. Du bist meine Schwester. Du bist mein Freund. Und dann muss ich antworten, sagen ja. Ja. Ja, okay. Okay. Ja, bin ich. Und das ist der ganze Kurs. Ja, bin ich. Und ich zeige dir, dass deine Reise nach Hause ein Abenteuer ist. Ein freudiges Abenteuer. Aus einer bedeutungslosen Reise wird jetzt ein freudiges Abenteuer. Aber du musst wirklich ganz dicht bei mir bleiben. Du musst mich erinnern, so viel du es zulassen kannst, so viel wie möglich. Es braucht nur eine kleine Bereitschaft. Und es braucht eine enorme Bereitschaft, nur ihn zu hören, nur ihn hören zu wollen, nichts anderes. Nur, sprich nur du zu mir, Heiliger Geist. Sprich nur du zu mir, Heiliger Geist. Na, und so schaut er dann mit mir auf Illusionen. Und erklärt mir, dass sie nicht wirklich sind. Zeigt mir, dass sie nicht wirklich sind. Schenkt mir die Erfahrung. Ne? Die Erfahrung ist auch ein Symbol. Schenkt mir die wahre Wahrnehmung, dass Illusionen nicht wirklich sind. Sie sind nicht die Wahrheit. Also bin ich bereit, dass ich mich geirrt habe. Aber ich habe mich nicht darin geirrt, wer mein Vater ist. Der Teil in mir, der mit dem Heiligen Geist verbunden ist und mit meinem Bruder, erinnert sich, wer unser Vater ist. So lernen wir unsere Beziehung anders wahrzunehmen. Anders wahrzunehmen. Sie sollen mir was ganz anderes zeigen. Sie sollen mich etwas lehren, was ich noch gar nicht verstehe. Durch das, was ich schon glaube zu verstehen. Durch irgendwelche Mann-Frau-Beziehungen oder Kollegen-Beziehungen oder Kurs-Brüder-Beziehungen oder
Mutter-Kind-Beziehung, Vater-Kind, Geschwister. Alle Beziehungen müssen neu wahrgenommen werden. Sie dienen einem einzigen Zweck. Nur ein Ziel. Danke. Danke. Und das Ego ist da drin sehr, sehr nichts, nur zu sagen, wenn ich bereit bin, ihm zu folgen. Es wandelt sich so schnell. Und manchmal taucht es sogar gar nicht mehr auf. In der Zukunft, die anders ist als die Vergangenheit. Das, was ich jetzt dem Heiligen Geist, das, was ich jetzt Gott überlasse. Will ich das lernen, dass überall mein Bruder ist? Ja. Definitiv. Das lohnt sich. Das lohnt sich. Und das andere, das ist echt so lahm geworden. Und tröste mich da, wo ich noch manchmal nicht hinterherkomme, wo ich es nicht verstehe, tröste mich. Und ich will deinen Trost annehmen. Also wahre Liebe. Überall hinzuschauen. Und zu sehen. Das ist mein Bruder, du bist mein Bruder und wir gehen gemeinsam, du und ich. Wir teilen gemeinsam den Heiligen Geist und alles ist gut. Alles ist darin gut und alles wird gut gemacht. Das glückliche Ende aller Dinge ist gewiss. Und die Silvesterparty garantiert mit ganz viel toller Vergebung und Party und Heilung. Heilung, 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 Heilung. Und ganz kurz gucken wir noch auf Verehrungen und kleine Fehler, an die wir vor langer Zeit glaubten und eine kleine Weile liebten. Und dann lassen wir sie los, um im Heiligen Geist zu feiern. Und ich freue mich schon total drauf. Und Hubert ist dabei und Andreas ist dabei und Andrea ist dabei. Und Andrea, die andere Andrea ist auch dabei. Ja, du bist auch angemeldet. Durfte ich das sagen oder geht das gegen den Datenschutz? Ich weiß es nicht, aber auch dabei, Andreas, danke. Hat es schon an den Link Und wenn es dich ruft, dann komm, bitte. Und lass uns schauen, wie es irgendwie aufgeht, auch finanziell. Ich weiß, es ist immer wieder eine Idee, dass irgendwas zu viel Geld wäre oder zu wenig oder dass ich zu wenig habe und nicht genug geben kann und so weiter. Und mich rief vor ein paar Tagen eine Frau an, die sich jetzt auch angemeldet hat. Da war es unter anderem auch Thema, aber es sind noch viele andere Sachen. Wir merken, es sind gar nicht diese Sachen, die uns davon abhalten. Es geht auch nicht darum, dass du jetzt speziell zu diesem Seminar kommst.
aber dass wir uns dahin führen lassen, wo es uns hinruft und es und in dieses Setting reinzugehen, wo wir merken, hier geht es um Heilung. Hier komme ich mit anderen zusammen, die Heilung wählen. Es gibt echt nichts Besseres. Wie sollte ich sonst bitte meine Zeit verbringen hier am Ende der Zeit? Es gibt nichts Besseres. Und genau, und Gott ist alles möglich. Wenn man das von einem lernen kann, dann auf jeden Fall von Hubert. Und ja, also ich finde es echt interessant, wie sich auch meine Geldideen die ganze Zeit immer wieder wandeln. Jetzt habe ich echt fette Rechnungen auf dem Tisch liegen. Ich bin mal ganz gespannt. Und ich bin so dankbar dafür, dass das aufkommt, damit ich wirklich lerne, es gibt keinen Mangel. Es gibt keinen Mangel. Lass uns zusammen hinschauen. Lass uns zusammen für Heilung beten. Dass es das ist, was wir sehen. Genau, mich hatte diese Frau angerufen und meine Ideen, die sie mir präsentierte, quasi losgelassen. Und ich merkte, wie bereit sie eigentlich auch war, das schnell selbst mitzugehen und wir eigentlich uns nur in der Freude zueinander wiederfanden und alle Gründe, nicht zu kommen, wegfielen. Und so zeigt sich das Gebet. So zeigt uns das Gebet, was der nächste Schritt ist. Hätte auch eine andere Form annehmen können. Aber ich möchte einfach nur einladen, genau. Und danke, da wo du bist, ist genau der richtige Platz. Es ist immer ein Und. Also, ich liebe dich. Dankeschön. Danke, danke, danke. Danke für diese Session. Ich bin so froh. Ich habe echt das Gefühl, oh, danke, dass dieser Schleier wieder, dieser Dauerschleier seit Tagen. Ah, oh, endlich mal wieder ein bisschen freier. Freier sehen lässt. Dankeschön. Ich liebe dich. Ich bin so froh, dass es dich gibt. Danke, dass du hier bist, wirklich. Ja.